Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Und willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Es ist der erste Ferientag. Hier ist deine Toni-Box, mein Schatz. Möchtest du Elsa hören? Dann mache ich dir Elsa nochmal an hier. Elisa ist zu Hause und ist schon fleißig das Babyzimmer oder das Kinderzimmer ins Chaos am Versinken. Ja, und ich werde jetzt nochmal schnell mein Bett machen müssen. Elisa ist nämlich heute Morgen zu mir gekommen. Ich hoffe, euch stört der Robby hier nicht. Der fährt nämlich hier. Am liebsten würde sie die ganze Nacht bei mir schlafen, weil ich habe mir nämlich eine neue Matratze gegönnt. Die alte Matratze war halt einfach, die war durch. Das war die Originalmatratze noch zu dem Bett. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, dass die Matratze, die zu dem Bett gehört, zweigeteilt ist. Die Matratzen sind halt in der Mitte immer wieder auseinander geschoben worden, dann in der Nacht, weil ich halt ein Mensch bin, der sich in der Nacht sehr, sehr viel bewegt. Und irgendwann kam dann von euch der Tipp, ich soll mir eine Hülle kaufen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann funktionierte das tatsächlich alles wieder. Allerdings war es halt schon so, dass die Matratze halt mittig halt sehr schon so kullenartig war, halt schon so durchgelegen war. Die Mitte habe ich zwar dann umgedreht, so dass es halt immer seitlich war, aber trotzdem irgendwann hat es halt einfach nicht mehr funktioniert und der Topper war halt auch nicht wirklich das Wahre. Ja, und dann habe ich halt mich dazu entschieden, mir eine neue Matratze zu holen. Ja, habe mich dann belesen, weil ich bin ja auch nicht gerade die leichteste. Und ich brauche halt eben auch eine Matratze, die wirklich halt auch eine entsprechende Härte hat. Jetzt ist die zweite Nacht, wo ich drauf geschlafen habe. Und jetzt in der zweiten Nacht merke ich echt schon, alles klar, man merkt wirklich den Unterschied. Also ich habe keine Rückenschmerzen mehr, ich habe keine Kopfschmerzen. Gestern bin ich halt nochmal mit Kopfschmerzen aufgewacht. Aber das war halt, wie gesagt, die erste Nacht. Dann ist das klar. Und ja, aber heute habe ich gar nichts mehr. Ich teste mal weiter, hoffe, dass das auch wirklich was ist jetzt. Und ja, genau, wenn ihr möchtet, kann ich euch ja gerne mal darüber berichten. Ich habe tatsächlich heute noch ein bisschen was zu tun und hoffe, Elisa macht mit. Ich muss nämlich unbedingt bügeln. Ganz wichtig, das ist ja überfällig. Ich habe das letzte Woche nicht mehr geschafft und deswegen muss ich das heute machen. Meine Mama und meine Schwester sind unterwegs, das heißt, ich bin allein zu Hause. Ist auch mal ganz schön. Mein Bett ist wieder ordentlich. Das Schöne ist, die neue Matratze und der Topper sind wesentlich höher. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Am besten, finde ich, kann man das wirklich hier hinten am Beistellbettchen sehen. Da ist die Matratze nämlich schon fast bis ganz hier oben. Also fehlt nicht mehr viel. Also es ist schon fast so wie so ein amerikanisches Bett halt, wo die immer reinklettern müssen. Ich finde das cool. Wie gesagt, ich habe die zweite Nacht jetzt drauf geschlafen. Ich habe himmlisch geschlafen jetzt die zweite Nacht. Und ja, mal schauen. Ich werde berichten. Ja, hier steht unser Kinderwagen. Aktuell ist da Simba drinne. Die wechseln sich immer ab, ne? Du und deine Schwester. Ja, und hier oben habe ich einfach erstmal noch den Maxi-Cosi drauf gemacht. Robby ist fertig. Perfekt. Und dann kann ich nämlich jetzt hier im Babyzimmer wieder klar Schiff machen. Ich habe nämlich hier heute Morgen einfach alles in die Kiste reingeschmissen, weil wir waren heute Morgen zu schnell. Und der Robby macht immer das Babyzimmer als allererstes, weil Elisa mir nämlich immer die Tonis hier vom Baum pflückt. Ne, Fräulein? Ja. Das findet Elisa nämlich lustig. Die klettert immer hier auf das Bett hoch und dann rupft die Tonis runter. Der Baum soll ja dafür da sein, dass Elisa sich selbst einen Toni aussuchen kann. Nur sie soll mir halt eben nicht immer die ganzen Tonis da runterrupfen. So, jetzt werde ich mal eben schnell die ganzen
Tonis hier wieder draufstellen. Das sind so ihre Lieblingstonis. Ich muss mal gucken, was die Maus hier noch für Tonis hat, was sie gerne mag. Also Benjamin Blümchen ist sie jetzt auch nicht mehr so großartig der Fan, obwohl ich mag Benjamin Blümchen gerne. Feuerwehrmann Sam, das geht auch noch. Aber ansonsten hier Conny mag sie nicht mehr, die Eule mit der Beule mag sie nicht mehr. Das Baby können wir mit hier noch draufstellen. Ich würde sagen, das lassen wir jetzt erstmal so. Den Rest packe ich jetzt unten in die Box rein. So, und die Kiste können wir nochmal hier irgendwo hinnehmen, nutzen. Hier muss ich nämlich auch aufräumen. Und ich wollte gucken, ob ich die Kleinen jetzt gleich noch fertig gemacht bekomme für den Tag. So, ich bin fertig. Die Mäuse sind alle soweit startklar für den Tag. Und ich zeige sie euch jetzt auch direkt. Und dann werde ich bügeln gehen. Weil Elisa spielt nämlich gerade richtig schön hier und das wollte ich gerne dann ausnutzen. Aber erstmal zeige ich euch die Kleinen. Hier sind unsere beiden Mädels. Beide haben heute Strampli an. Juna Maus hat diesen süßen Strampler mit dem Fuchsgesicht hier an. Und unsere Maja hat den neuen Bambi-Strampler an. Den finde ich so, so süß. Vor allen Dingen auch an ihr. Gefällt mir richtig, richtig gut. Dann haben wir hier Aaron. Aaron ist aber gleich geblieben. Den habe ich jetzt nicht umgezogen. Den kleinen Schatz, der kann so bleiben. Und hier sind unsere beiden Jungs. Unser Milan hat heute eine Leggings an und einen Langarmbody. Und Mika ist heute ganz besonders schick. Der hat einen Langarmbody an. Und seine Steiflatzhose. Ich wollte mal ausprobieren, ob die dem noch passt. Und ja, deswegen habe ich die ihm jetzt angelassen. Der kleine Frechdachs. Ja, und hier unten wird es immer mehr mit Chaos. Aber Elisa spielt halt hier ganz lieb. Und dementsprechend ist das auch vollkommen in Ordnung. Ich muss mir noch hier jetzt mal in meinem Zimmer alles zurechtlegen und zurecht machen fürs Bügeln. Und dann geht es hier nämlich auch direkt los. So, jetzt hätte ich fast vergessen, weiter zu filmen. Meine Mama ist nämlich gerade nach Hause gekommen. Und jetzt ist die in den Garten. Und da wollte Elisa unbedingt mit. Ja, aber bis Madame Maus sie dann fertig ist. Und dann will sie alles Mögliche noch mitschleppen. Hat das jetzt gerade etwas gedauert. Im Übrigen habe ich euch noch gar nicht erzählt. Ich war ja letzte Woche bei meiner liebsten Tante Gabi. Wir haben uns tatsächlich da nach über 6 Monaten das erste Mal wieder live gesehen. Und es war so unglaublich schön. Also wir haben so viel gequatscht und das wollen wir jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen beibehalten und wiederholen, gerade jetzt in den Sommermonaten. Ich glaube, das kennt jeder von euch, der Freunde schon längere Zeit nicht mehr gesehen hat, dass er dann ja einfach nur quatschen will, die Zeit miteinander verbringen möchte und dementsprechend ja, war es bei uns halt auch so. So, jetzt aber genug gequatscht. Ich wollte euch jetzt hier nicht voll quatschen mit allem. Ich werde jetzt hier in Ruhe weiter bügeln. Was ist passiert? Die Omi hat geschimpft? Mit dir? Warum hat die Omi denn geschimpft? Einfach so? Das glaube ich nicht. Aha. Also du bist auf die Wiese gegangen? Mit deinem Bobbycar? Und was hat die Omi gesagt? Du sollst nicht auf die Wiese. Und hat die Omi auch gesagt, warum? Weil die Omi Rasen mäht, ne? Genau, und das ist zu gefährlich für dich. Ja, aber dann tut die Omi ja auf dich aufpassen, wenn du den Rasenmäher mitschieben darfst. Aber heute hat Omi gesagt, dass du heute mal nicht den Rasenmäher schieben darfst. Okay, und dass du auch nicht auf die Wiese gehen sollst, ne? Ja, und dann hat die Omi geschimpft, wenn du nicht auf die Omi hörst. Ne?
Da brauchst du gar keine Krokodilstränen zu weinen, mein Schatz. Es ist doch alles gut. Die macht sich nur Sorgen um dich. Und möchte ja nicht, dass dir was passiert. Und deswegen bist du jetzt nach oben gekommen. Na komm, dann zieh mir dir deine Schuhe aus und dann kannst du wieder in deinem Zimmer spielen, ne? Ja, die Omi kommt bestimmt auch gleich hoch. Tja, so schnell geht's. Ich muss jetzt weitermachen hier. Ich habe hier nämlich noch ein bisschen was. Da sind noch ein paar Handtücher zu bügeln. Ansonsten bin ich dann zum Glück durch. Also ist jetzt nicht mehr allzu viel. Ja, aber dann kommt Elisa dazwischen. So. Ich werde mich jetzt erstmal wieder verabschieden. Elisa ist jetzt wieder versorgt im Zimmer und ich bügel jetzt den Rest. So. Einige Zeit später, wir haben schon Mittag gegessen und ich wollte jetzt Elisa ins Bett bringen für den Mittagsschlaf. Irgendwie habe ich gar nicht mehr weiter gefilmt gehabt, weil wir als Familie, wie gesagt, Mittag gegessen haben und noch mit Tabitha gequatscht haben. Die ist nämlich nach oben gekommen. Gerade montags hat sie ja grundsätzlich frei und dann ist das immer ganz schön, wenn sie dann halt auch hochkommt und wir dann zusammen quatschen können. Ich werde jetzt mit Elisa zusammen das Kinderzimmer aufräumen. Hier. Du kannst dir schon meine Toni aussuchen. Hier, die Kiste muss ich auch mal unbedingt aussortieren. Irgendwie hat mir da Elisa wieder alles reingepfeffert. Hier ist Arztsachen. Das gehört eigentlich alles hier rein. Ach, die Tasche ist mittlerweile leer. Auch gut. Ja, das müssen wir alles mal hier ein bisschen sortieren. Was möchtest du denn hören, Schatz? Ja, das nicht, ist mir klar. So, und was möchtest du hören? Belle? Cinderella? Belle? Okay. Dann hören wir jetzt Belle. Siehst du, fängt schon an. Na komm, hinlegen. Ups, was machst du? Was machst du, Kröte, du? Hä? So, ich wollte noch mal eben schnell hier diesen Schnulli hier machen. Den wollte ich schon länger mal für Elisa fertig machen. Aber irgendwie habe ich sie da vergessen und heute habe ich den noch mal rausgeholt. Den haben wir nämlich von der lieben Melanie geschenkt bekommen. Mit Anna und Elsa drauf. Und den wollte ich dann mal eben schnell zurechtschneiden für Elisa. Ich glaube, das mache ich jetzt mal eben. So, fertig. Schnulli ist bearbeitet. So, dann nuscheln wir dich jetzt hier ein, ne? In die Decke. Dein Hörbuch ist ja schon an, ne, mein Schatz? Jetzt machst du mal langsam die Augen zu, ne? Ja, und dann wird langsam geschlafen hier. Ich mache jetzt die Rollleine noch runter. Und das nehme ich jetzt wieder mit. Das kommt hier hin. Ja, und dann mache ich das hier noch eben schnell weg. So, bei den Mädchen habe ich jetzt die Spieluhren gemacht. Und hier, Elisa hört ja ihre Toni-Box. Aber mach Augen zu, dann kannst du auch schon gleich schön einschlafen. Machen wir hier zu. Ich muss nur aufpassen. Wir haben nämlich wieder Puschelbesuch hier. Und da muss ich immer aufpassen, dass der sich nicht da reinschleicht, weil der macht sonst gerne mal Blödsinn. Ja, ich würde jetzt gerne die Zeit nutzen, wo die Maus jetzt schläft und das Video bearbeiten für euch. Und deswegen würde ich mich halt auch gerne hier aus diesem Vlog wieder verabschieden. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns heute zu begleiten hier durch unseren Tag. Ich wünsche euch natürlich noch einen schönen Start in die neue Woche, einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut oder geschaut habt. Und wir sehen uns definitiv ganz, ganz bald wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!